Gott. Ich weiß, es kommt schon wieder ein Haul-Video, aber ihr kennt's mich, oder? Ihr kennt's mich. Also meistens kaufe ich mir nur die Sachen noch, die aus dem Sortiment gehen. Oder aus Jux. Fangen wir auch gleich mal an. Ich werde das ein bisschen mischen. Ich war beim Douglas, beim Müller, beim DM. Ja. Müller ist eh keine Kunst, aber ja, DM und Douglas schon, weil da hat er ja noch alles offen bei uns. Jetzt hat ja aktuell auch wieder alles zu. Ja, deswegen habe ich mir gedacht, ich zeige euch die Sachen, damit ich die auch dann wegräumen kann, weil das finde ich immer besser, als wenn ich die rumstehen habe wochenlang. Es ist ja auch genug für ein Video, deswegen denke ich mir, dann sammle ich wieder und dann kommt wieder so im Laufe der Zeit ein Video, oder? Was sagt sie dazu? Das wäre doch keine schlechte Idee. Als erstes habe ich hier die Avocado-Masken. Da müssen noch mehr drinnen sein. Ich habe mir nämlich sehr viele gekauft, weil die jetzt leider wieder aus dem Sortiment gegangen ist. Das sind schon mal 4, glaube ich, ja. Ja, ihr kennt mich schon mittlerweile, oder? Aber ich bunker so gern Sachen, was ich gerne mag. Zum Beispiel die hier. Die gehen leider auch aus dem Sortiment, aber ich glaube, dass sie nur eine Verpackungsumstellung bekommen. Was ich hoffe, weil ich liebe die. Ich muss aber jetzt demnächst, muss ich mir mal wieder welche machen, weil ich bin sehr schleißig wieder geworden mit dem. Irgendwie habe ich das Gefühl, meine Wimper löst sich heute schon wieder den ganzen Tag. Das sind die First World Problems. Die habe ich mir jetzt noch 5-mal genommen, weil es gab nur noch 5 Stück leider, aber ich mag die wirklich gerne. Und ich werde die, ich sollte öfter generell Masken und so benutzen. Ich bin letzter sehr, sehr schleißig, was das betrifft. Da muss ich mir echt in den Arsch treten. Noch beim Müller habe ich mir die Terra Naturi Sweet Freshness Seife gekauft. Die ist leider limitiert, aber ich wollte die unbedingt ausprobieren, damit ich aber auch meinen Seifenspender irgendwann mal waschen kann. Deswegen will ich euch auch unbedingt die Sachen zeigen, damit ich sie bald verwenden kann, weil mich interessiert die. Die ist mit Himbeer und Minze und mich interessiert die extrem. Die war nämlich vor kurzem um 99 Cent in Aktion. Hoppla. Deswegen habe ich mir auch die mit Limette, die Happy Lime, mitgenommen. Bin gespannt, wie die ist. Und irgendwo müsste da drin noch eine rumfliegen. Die seht ihr dann sicher gleich. Was ich mir noch gegönnt habe, sind die Sachen hier. Ich wollte die nämlich unbedingt haben. Ich habe mir 3 neue Lippenstifte. Wer das Sammlungs- und Aussortier-Video gesehen hat, wird mich eh wahrscheinlich verfluchen. Aber ich habe ein paar aussortiert. Ich habe das gerade aktuell noch neben mir liegen. Ich habe ein paar aussortiert. 3 habe ich mir neu gekauft. Jetzt kommt endlich mal die Farbe so geil rüber, wie sie eigentlich ist. Also, beziehungsweise noch trotzdem nicht so geil, wie sie eigentlich ist. Die mittlere Farbe. Ich hatte alle schon drauf und den rosanen habe ich heute oben. Ich liebe die. Ich liebe die. Gestern hatte ich den pinken oben und ich, ungelogen, mit Lipliner halten die wirklich den ganzen Tag. Sie fangen so ein bisschen an, am Abend dann ein bisschen runter zu krümeln. Kommt drauf an, was man alles isst und so und was man trinkt und wie viel man trinkt. Aber ich liebe die trotzdem von L'Oreal. Ich finde die wirklich gut. Ich finde die wirklich gut. Und ich habe ja auch noch den roten auch noch. Habe ich jetzt insgesamt 4 in meiner Sammlung. Aber die 3 da sind neu. Und den roten, den kennt ihr ja eh auch aus meinen Videos. Also, ja. Was ich noch für mich entdeckt habe, sind Magnetwimpern. Das sind diese hier. Ich muss sagen, mit denen komme ich gar nicht klar. Das sind die Crowd, glaube ich, heißen die. Blazer. Ich komme mit denen einfach nicht klar. Die sind viel, viel, viel zu schwer am Auge, besonders außerhalb, sind da viel, viel, viel zu dichte und, weiß nicht, es ist einfach zu schwer, es hält auf meinem Auge nicht. Ich habe vorher so Aggressionen gekriegt, ich wollte sie eigentlich im Video tragen. Ging nicht, ging wirklich nicht. Die sind ein Riesenflop für mich. Ich weiß nicht, wem die passen, ohne dass das sich dauernd löst, aber bei mir geht das gar nicht. Ich habe auch aktuell wieder die Tintless drauf, die habe ich euch im letzten Video auch schon gezeigt. Und die Charm finde ich auch sehr gut. Also die 2 finde ich gut, die sieht man trotzdem am Auge und mir gefällt das Ergebnis auch sehr gut. Mir gefallen die anderen auch, aber die halten einfach auf meinem Auge nicht und ich verstehe das nicht. Ich verstehe es nicht. Ich gebe auch mehr Eyeliner extra drauf, weil ich mir denke, vielleicht liegt es am Eyeliner, aber es hält einfach nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber eigentlich mag ich die. Aber die anderen, ich habe sie auch heute abgeschnitten nochmal, weil ich mir dachte, vielleicht sind sie einfach zu lang. Aber nein, sie halten auf meinem Auge einfach nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Und es deprimiert mich ein bisschen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe mir wieder die Ampullen gekauft, die Glow-Ampullen, und ich muss wirklich ein paar aufbrauchen. Ich habe auch welche zu Ostern verschenkt an meine Mädels in der Arbeit, aber ich muss wirklich Ampullen diesen Monat sehr viel aufbrauchen, weil ich habe extrem viele mir gekauft, wie man sieht, und brauche aber keine auf, und das geht gar nicht.
Ich habe die andere Seife noch gefunden. Das ist die Soft Almond Flüssigseife von Terra Naturi. Hat auch 99 Cent gekostet. Weiß ich noch auswendig, weil die extra in Aktion war. Und ich freue mich schon, die zu benutzen. Deswegen wollte ich auch unbedingt das Video abdrehen, damit ich euch die Sachen endlich zeigen kann und dass ich sie bald verwenden kann. Ja. Ich habe ein Problem, Leute. Ich habe mir ein paar Masken gekauft. Der Witz des Jahres. Ja, ich habe ein bisschen übertrieben, sehe ich gerade. Ich habe nämlich ganz, ganz viele von den Avocado-Masken hier gekauft. Das Lustige ist, ich habe sie extra aufbestellt, dass wenn die reduziert sind, dass die Kolleginnen und ich sie teilen können. Und ich habe von der Avocado... Jetzt wäre fast welche geflogen. Es ist eine geflogen. Ich habe mir echt viele gekauft. Da sind noch Avocado. Also ich habe mir wirklich, wirklich extrem viele gekauft. Hätte nicht unbedingt sein müssen, aber okay. Was soll's? Man gönnt sich ja sonst nichts. Ich hoffe jetzt wirklich, dass ich keine Avocado... Oh, jetzt sehe ich noch eine. Also es sind ziemlich viele Avocado-Masken daraus kommen. Sehr, sehr viel. Obwohl ich es extra mit den Kolleginnen und Kollegen geteilt habe. Aber trotzdem sind da sehr viele Avocado-Masken noch überblieben. Ist da noch eine? Gott sei Dank nichts. Es gibt auch eine neue. Die habe ich mir auch gleich mitgenommen. Alter Schwede. Um sie zu probieren. Wenn ich sie gut finde, kann ich sie ja dann auch bunkern. Ich weiß, ich bin gestört. Sagt nichts dazu, aber ich finde die Cadavera-Masken so, so gut. Und ich finde es schade, dass die guten immer limitiert sind. Das ist dasselbe mit den Ampullen. Die sind auch immer limitiert, was ich nicht verstehen kann. Die Bananamaske mag ich ja auch ungern und die ist auch leider limitiert. Die habe ich mir zweimal nachgekauft. Einmal verwende ich gerade wieder und einmal habe ich als Backup. Das sind die Anti-Pickle-Patches. Ich liebe die. Ich liebe die. Ich meine, der ist jetzt ziemlich entzündend da auf der Seite, weil ich die verwendet habe, aber ich komme mit denen trotzdem sehr gut zurecht. Trotzdem ist es kein Pickel mehr. Es ist jetzt quasi nur noch eine Wunde. Auch nicht besser, aber okay. Cadavera hat jetzt auch Augenpads. Ihr habt die goldenen schon in meinem Aufgebraucht-Video gesehen. Die da. Und es gibt auch noch die Vitamin C Energy gibt es noch. Wie heißen die goldenen eigentlich? Gold Beauty. Vitamin C Energy und, warte mal, Stay Hydrated gibt es auch noch. Und ich finde, ich habe jetzt bis jetzt leider nur die goldenen probiert, aber ich finde die auch nicht schlecht. Ich habe mich so gefreut, wie ich gesehen habe, dass unsere die Müller Eigenmarke auch welche rausgebracht hat. Weil ihr wisst ja, wie sehr ich die Marke mag. Was ich mir auch noch gekauft habe, ist die Goldie Rose Maske. Die habe ich ja auch in dem Aufgebraucht-Video herzeigt und von der war ich so begeistert, dass ich mir noch, ich glaube, ich habe nur zwei erwischt, aber eh besser, weil die waren um 50 Cent, glaube ich, oder 40 Cent reduziert und deswegen habe ich die mir mitgenommen. Es gibt nämlich schon wieder eine neue, deswegen ging die rosa, rosé-goldene raus, weil es gibt eine Bananenmaske als Tuchmaske. Ich habe mir davon jetzt bis jetzt nur eine mitgenommen, weil ich wissen will, wie sie ist. Und ich weiß nicht, wann ich sie verwende. Ich muss mir in den Arsch treten, dass ich mir heute wenigstens zwei Masken oder so mache, wenn ich heimkomme. Ich muss wirklich ein paar Masken aufbrauchen. Badezusätze habe ich mir auch gegönnt von Aveo, weil ich habe schon lange keine Badebären mehr gehabt von Aveo. Und das ist mir auch aufgefallen. Ich glaube, die waren noch reduziert, wenn ich mich nicht... Ich weiß aber jetzt nicht, wie viel die kostet haben. Ich sehe gerade, dass ich mir 24 von diesen Avocado-Masken gekauft habe. Ich bin echt gestört. 24. Lasst das mal auf eurer Zunge zergehen. Ich bin wirklich nicht normal. Ich bin wirklich nicht normal. Aber egal. Jeder hat so sein Ding, oder? Und Masken sind halt mein Ding. So, das habe ich mir auch noch gekauft. Das ist der Badezusatz von Aveo. Habe ich früher so gern verwendet und ich verstehe nicht... Boah, der riecht nämlich wirklich gut. Ich verstehe nicht, warum ich aufgehört habe, die zu verwenden. Verstehe ich wirklich nicht. DM. Machen wir zuerst DM, weil danach kommt nämlich ein Mini-Douglas-Einkauf. Ich habe mir zweimal den neuen Rasierschaum gekauft. Ich wurde da verlinkt auf Instagram und ich freue mich immer drüber, wenn mir das jemand schickt, was neu gibt und so, weil ich bei Lea verpasse ich jedes Mal, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gehe auch sehr, sehr selten zum DM nur noch und ich war echt froh, wie mich da welche markiert haben drauf. Das ist nämlich der neue Rasierschaum mit Melone und Drachenfrucht. Und die Verpackung. Also, ihr wisst ja, Rot und Grün sind so meine zwei Lieblinge. Und das ist ja, also die Verpackung, ist echt der Oberknaller. Und der Duft ist auch mega. Ich habe nämlich noch das mit dem Rosenduft, das mit den Blüten. Das mag ich gar nicht von Rasierschaum her. Aber
Rasiergel und Rasierschaum kann man ja immer gebrauchen, besonders im Sommer, weil ich habe mir auch zweimal das neue Rasiergel mitgenommen. Find me under the palm trees. Wie niedlich. Wenn das nur wahr wäre, aber okay. Das ist mit Hibiskusblüten und Kokosmilch. Da hätte ich mir lieber nur eins mitnehmen sollen. Ich rieche es leider aus der Verpackung nicht raus, aber die blumigen gefallen mir meistens gar nicht. Aber mal schauen. Mal schauen. Vielleicht schaue ich, dass ich den bald dann verwende, weil jetzt in letzter Zeit, durch dass das schönere Wetter ist, rasiere ich mich ja eh wieder öfter. Könnte man falsch verstehen. Lassen wir das mal so stehen. Seit das schöne Wetter rasiere ich mich öfter. Das will doch jeder hören, oder? Ist doch super. Ich habe da noch einen Nagellack. Ich habe den leider noch nicht verwendet, weil meine Nägel so katastrophal waren schon in letzter Zeit. Ich hoffe, das wird was mit dem Nägel machen. Mal gucken. Das ist der aus dieser Pink and Proud Limited Edition. Ich fand die Verpackung von dem Nagellack so geil und mir hat die Farbe so gut gefallen. Ich glaube, ich habe nämlich keinen Pink Neon Farbe, den hoffe ich jetzt mal. Wenn ja, bin ich im Arsch. Aber ich glaube nicht. Zumindest sehe ich keinen da oben. Ja. Aber ich habe mir den gekauft. Ja, man gönnt sich ja sonst nichts, oder? Dann habe ich mir ein Shampoo von Balea gekauft, weil ihr seht ja, wie katastrophal meine Haare in letzter Zeit sind. Ich habe mir ein Shampoo von meiner Freundin, die hat mir das empfohlen, aber ich mag es nicht. Vielleicht gebe ich es ihr, weil mir gefällt es überhaupt nicht. Und das ist nur ein Feuchtigkeitsshampoo von Balea. Erstens mal riecht so geil, nach Kokos. Zweitens habe ich schon ewig keine Balea mehr gehabt von den Shampoos. Und Anti-Trockeneffekt, naja. Ach so, na super, da steht trockenes und strapaziertes Haar. Jetzt habe ich wieder das Falsche erwischt, ich könnte kotzen. Das ist jetzt kacke gelaufen. Aber ich werde es trotzdem mal verwenden. Ich finde, das riecht so geil. Ich habe es mir eigentlich nur wegen dem Duft genommen, war ja eh typisch, oder? Aber ich werde heute, vielleicht komme ich heute zu einem, der mich hoffe es. Und dann werde ich mal schauen, welche Sorten es noch gibt. Mal gucken. Aber ich bin jetzt ein bisschen traurig, dass ich das falsch erwischt habe. Dann, weil ich ja noch nicht genug Masken habe, dachte ich mir, kaufe ich mir noch welche. Ja, da habe ich viermal mir die neue von Balea gekauft. Das ist diese Pineapple Maracuja. Ich habe sie mir sicherheitshalber gleich viermal genommen, weil ich ja nicht so oft zum DM komme. Sagen wir lieber nichts dazu. Ich bin gespannt, wie die ist. Ich finde die Verpackung finde ich mega, aber das ist bei Balea ja eh immer. Und die habe ich jedes Mal auf Instagram gesehen und habe mich jedes Mal geärgert, dass ich sie nirgendwo erwischt habe. Vor kurzem hat mir eine Freundin gezeigt, weil wir schicken sich immer die Bilder, was wir aufbrauchen. Hat sie mir gezeigt, dass sie die aufgebraucht hat und eine andere auch. Und ich war mega angepisst, weil ich sie noch nie irgendwo gesehen habe. Und jetzt habe ich mir gleich 5 oder so mitgenommen. 1, 2, 3, 4, 5, ja. 5-mal habe ich sie mir mitgenommen. Weil die wieder limitiert ist und mich zipft das an. Ich hasse das. Ich komme nie zum DM. Und deswegen habe ich mir gleich welche gebunkert. Ja, sehr maskenlastig, oder? Würde ich jetzt mal behaupten. Ich war beim Douglas mit der lieben Vivi. Und leider lassen die bei Prada einen Duft auf, den ich extrem geil fand. Leider. Und ich weiß, beim Müller ist er schon rausgegangen, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz irre. Beim Douglas habe ich ihn aber noch gesehen. Und deswegen habe ich ihn mir gekauft. Ich weiß, Schande über mich. Eigentlich hätte ich mir keinen Duft kaufen dürfen. Aber weil ich wusste, dass er rausgeht, habe ich mir den einfach gönnt. Mein Gott. Mein Gott. Ich habe aber, glaube ich, sogar vergessen, meinen Geburtstagsgutschein zu verwenden, was ich eigentlich tun wollte, wie ich mir den gekauft habe. Aber man riecht leider nichts, weil ich ihn noch nicht verwendet habe. Aber das ist von Prada Candy der Night, heißt er, glaube ich. Ja, so sieht er aus. Ich liebe den. Der riecht extrem nach Schokolade und ich liebe dieses Parfum. Ich liebe dieses Parfum. Ich wollte den immer haben. Ich war mir viel zu geizig, den mir zu kaufen, weil der halt relativ teuer ist. Die kleine Größe war jetzt reduziert. Vorher hatte sie gekostet, wo steht das? 76,95 hätte sie gekostet. Sie hat aber dann nur noch 38,48 gekostet. Ist auch noch viel, aber ich finde so 25, 40, das ist so eine Grenze, wo ich mir denke, okay. Es kommt auch auf den Duft natürlich an, aber es ist halt so eine Grenze, wo ich mir denke, ja. Und den wollte ich unbedingt haben. Ich weiß, ich habe noch genug, aber den wollte ich unbedingt haben. Ihr seht es bei den aufgebrauchten Videos. Es gibt nicht viele Düfte, wenn ich welche aufbrauche, wo ich dann sage, den muss ich unbedingt haben, aber der By Night, Blödsinn, der By Night ist Christina Aguilera, der Prada Night, den wollte ich unbedingt haben. Es gab auch Proben. Ich weiß, ihr werdet jetzt wieder schimpfen mit mir.
weil ihr nie immer das Glück habt, dass ihr da die Proben abkriegt, aber es gab von Clarence drei Proben. Einmal das, von Clarence habe ich das Tinted Gel bekommen, das sieht so aus. Bin echt gespannt, wie das ist. Ich habe nämlich urviel, wir haben ja eine Dame vor kurzem gehabt, die hat darüber geredet. Das sieht so aus. Aber wir wussten noch nichts von dem Produkt und deswegen bin ich froh, dass ich eine Probe gekriegt habe. Weil dann könnte ich die schon mal vorab probieren. Ich glaube, wir haben die Sachen auch schon... Warum wird es denn jetzt so dunkel? Ach Gott. Wir haben die Sachen auch, glaube ich, schon in der Filiale, aber... Es gibt ja nämlich drei neue Sachen. Es gibt ein Gesichtswasser, eine Augencreme neu und das Tinted Gel. Da habt ihr noch das Gesichtswasser und die Augencreme. Ich zeige euch mal die Wind. Ich liebe ja diese kleinen Verpackungen, ihr kennt mich ja. Ich bin so gespannt, wie das ist. Bin wirklich gespannt drauf, wie das ist. Da ist die Augencreme noch. Und ich kenne mich noch nicht so ganz aus, was die Sachen machen sollen. Aber ich werde das noch rausfinden. Ich werde das auf jeden Fall noch rausfinden. Da habt ihr dann die Augencreme davon. Bin so gespannt, wie das ist. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie das sein soll. Ich kann mir das wirklich nicht vorstellen, wie das sein soll. Ich meine, ich habe ja noch nichts, glaube ich, probiert bis jetzt von der Serie, außer die Micellenreinigungsmilch und die liebe ich. Die liebe ich extrem. Deswegen bin ich noch glücklicher, dass ich die Sachen abkassiert habe. Noch drei und über die habe ich mich extrem gefreut. Ich weiß gar nicht, was das für ein Parfum ist, aber ich glaube, der ist sehr teuer. Das ist einmal der... Ich kenne den überhaupt nicht, aber hier habt ihr die Verpackung. Ich kenne den Duft nicht, der sagt mir wirklich gar nichts. Dürftet aber nicht gerade wirklich günstig sein. Oh, die Sonne kommt wieder, yay! Dann habe ich von Elisabeth Arden die Kapseln geschenkt bekommen, über die habe ich mich auch so gefreut. Über die habe ich mich so gefreut, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich war urhappy drüber, weil ich wollte die unbedingt ausprobieren. In meinem letzten aufgebrauchten Video habe ich euch erzählt, dass ich die Retinol noch nie ausprobiert habe und jetzt habe ich sie. Worüber ich mich auch noch gefreut habe, war vom Idol, habe ich so eine Mini-Probe bekommen. Ich meine, ich habe noch vom Idol ein paar Proben bekommen, weil wir die Mascara bekommen haben und dann haben wir die Duftproben dazu geschenkt bekommen. Aber die Probe finde ich voll schön. Und da ist ja extrem eigentlich viel drin, oder? Wenn man es so nimmt, wenn du das so auftragen musst, ist ein bisschen viel drinnen. Aber ich habe so eine Probe noch nie gesehen. Finde ich voll cool. Ja, das war's. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es geht mir komischerweise das Licht weg und es wird auf einmal urschwarz, was ich da so sehe. Eieiei, es wird extrem schwarz. Ich freue mich mega über die Proben. Also, ihr kennt's mich, ich bin ein Proben-Junkie und deswegen freue ich mich umso mehr. Dass der Douglas dann so spendabel ist, habe ich mir eh nie gedacht. Also, ich war echt überrascht, wo sie mir die Proben gegeben hat. Ich berichte euch dann auf jeden Fall im aufgebrauchten Video wegen den Clarence-Sachen und wegen dem Duft, weil der Duft interessiert mich auch. Das war's. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, obwohl jetzt auch mein Licht weggeht, verdammt. Aber wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bye!